Greifen wir einfach mal. Einfach da aus, wenn er dann aus dem Unterdeck wiederkommt. Ah, da seid ihr. Wo wollt ihr denn? Kapitän im Unterdeck, mir einen Überblick verschaffen. Unterdeck. Ach, und das ist alles so widerlich. Ah gut, kommt mit. Hey, was gibt es denn? Dann geht's in, wo gerade nichts los ist, vermutlich im Versammlungsraum. Dass man die Tür gut hörbar hinter ihm zugemacht. Herr Vardaias, ich weiß nicht, was euer Problem mit Zauberern ist, aber es muss aufhören. Ein Problem. Euer Problem. Ihr müsst aufhören, Romilly und den Pfeil des Lichts und Magistra Kohlraub anzufeinden. Denn ich möchte es auch nicht wahrhaben, aber wir brauchen die. Was? Romilly hat sich doch hier bewiesen. Magistra Ja. Kohlraab nun auch. Es macht die Arbeit trotzdem nicht leichter. Ist mir egal, ob die Arbeit leicht ist oder nicht, sie muss gemacht werden. Und zwar ohne, dass einer von euch beiden das Gefühl hat, er möchte über Bord springen. Romilly und ihre zwei neuen Begleiterinnen. Ich weiß, sie haben noch irgendwelche anderen Motive, aber das ist nicht wichtig, solange sie am gleichen Strang ziehen. Die Magistra hingegen. Nun, ich glaube, sie verfolgt mehr ihre Forschung und ist bereit, in Kauf zu nehmen, dafür die Ziele, die wir hier uns auf die Flagge geschrieben haben, nun unter die Räder kommen zu lassen. Nehme lieber sie als jemanden wie Jasper. Jasper, ja, auch so ein Geselle. Ich würde aber behaupten, er hat bisher mehr geleistet als die gute Frau da oben. Mir egal, wer wie viel leistet, wir brauchen sie. Also, kommt zurecht. Die eine Art oder die andere. Ich werde sie nicht länger an ihrer Arbeit behindern, solange sie mich nicht auch behindert. Gut. Gibt es noch mehr? Nein. Kapitän. Sehen wir zu, dass wir nach Konchon kommen. Hi. Kapitän! Bin hier, was gibt's? Rauch, Feuer! Vor uns! Etwa Feuer! 30 Meilen! Oh, geht's raus an Deck. Ja, in einiger Entfernung, wenn man dir das Fernglas, das Fernrohr reicht, kannst du sehen, dort brennen Schiffe. Und zwar Biremen. Oronische Biremen, wenn wir Glück haben. Oronische Biremen. Gut, alle Mann auf ihre Posten. Seht zu, dass die Rotzen geladen sind und flack endlich mal jemand eine Fahne mit einem Greifen drauf. Ist mir egal, wo sie herkommt. Kapitän, warum brennen die? Weil sie angegriffen werden, warum denn sonst? Frage ist nur von wem. Das will ich meinen. Pech haben, ist es Hafax. Wenn wir Glück haben, ist es Kunchon. Und dann? Wir sitzen auf einer Dämonenarche. Was habt ihr vor? Wir nähern uns. Schauen, was wir für Segel und Fahnen sehen können, und dann entscheiden wir weiter. Wir sind schneller als die meisten gewöhnlichen Schiffe. Im Notfall drehen wir um und laufen wieder weg. Können wir das auskundschaften oder so? In der Dunkelheit kann man wenig erkennen. Ja, wir hatten mal eine Kundschafterin, aber ihre Exzellenz von Praios Gnaden sah es für richtig, sie unter der Gans zu sperren. Entsprechend werden wir uns wohl auf unsere scharfen Augen verlassen müssen. Wie ihr meint, Kapitän. Wie ihr meint. Ragnar, hast du was vor? Kochen. Nee, zu gucken. Zugucken. Ein Desaster nach dem anderen. Ehrlich. Ja, dann stehst du mit FADAs oben samt Fernglas auf der Aussichtsplattform. In einiger Entfernung könnt ihr jetzt die größer werdenden Wracks erkennen. Ich möchte mal ins Hinterdeck gehen und die beiden garantiert nicht Hexen suchen.
wirst du finden. Gut. Ihr beide, wie waren eure Namen noch gleich? Aldare. Bitte Lysia. Aldare, Lysia. Wie ihr sicherlich wisst, sitzt unsere Kundschafterin und eure Freundin, nehme ich mal an, derzeit unter Deck ein wenig fest. Auch jemanden, der kundschaftet oder zumindest mit ihrem Vogel gut kann. Könnt ihr mir da helfen? Nun, wir werden gar nichts tun, solange sie dort unten sitzt. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ist nachvollziehbar, wenn auch etwas respektlos. Das interessiert mich nicht. Ihr seid respektlos, indem ihr sie dort unten eingeschlossen habt. Was soll ich denn tun? Nun, den Kapitän markieren. Immerhin seid ihr derjenige, der hier Befehlsgewalt hat. Und damit habt ihr auch das Recht, sie dort rauszuholen. Und mich mit der Inquisition anlegen? Nun, wenn ihr die Inquisition vom Schiff lasst, dann könnten wir vielleicht auch weiterhelfen. Inquisition ist mit Grund hier. Habt ihr lieber die Inquisition an Bord oder funktionierende Hexen? Ich hätte gern ein Schiff, das rundum gut läuft, aber scheinbar ist das außerhalb des Möglichen. Vielleicht funktioniert das mit dieser konstellierten Mannschaft nicht. Wir werden zumindest nichts tun, solange unsere Freundin dort unten sitzt. Wir sind wegen ihr hier, nicht wegen euch. Okay, warte kurz, ich muss mal noch ganz befüllen. Wie gesagt, es ist nachvollziehbar, aber ich kann daran derzeit wenig tun. Aber in dieser Anstellung haltet ihr euch vielleicht besser hier hinten, solange ihre Exzellenz auf dem Oberdeck herumläuft. Ja, und dann rausche ich auch schon wieder raus, weil, naja, ich habe andere Dinge zu tun. Zwei Biremen, die direkt nebeneinander liegen. Wahrscheinlich haben sie gemeinsam gekämpft. Sie sind hoffnungslos vernichtet und nur noch brennende Schlacke. Ein weiteres Schiff, ungefähr 5 Kilometer entfernt, ist ebenso gerade dabei, in helllichte Flammen aufzugehen. Und das, was ihr erkennen könnt, ist wohl ein weiteres Schiff, was blaue Blitze spuckt. Oh Gott, darf ich mal die Kunde würfeln? Ja, ist ein Arche, oder? Ich glaube nicht, dass es ein Arche ist. Ah, es gibt auch hier noch dieses Zauberschiff. Ich glaube auch nicht, dass es ein Zauberschiff ist. Kapitän, wir können damit nicht anfangen, seht ihr das? Ja, ja gut. Ich sehe. Bricht gerade so ein bisschen in Panik aus, du siehst, wie da wohl der Aberglaube so ein bisschen eben triggert. Könnt ihr uns drumherum? Könnt ihr einen Kurs drumherum bestimmen? Wir selbstverständlich. Wir können entweder uns direkt über das Land halten oder hier auf der rechten Seite der Schiffe landwärts. Aber was bei allen 12 Göttern ist das? In einiger Entfernung, noch weiter, hört ihr jetzt, wie Artillerie feuert. Irgendeine Art von Zauberei. Solange wir nicht bestimmen können, wer oder was genau da vor sich geht, möchte ich mich davon fernhalten. Schnelle Frage. Das Artilleriefeuer? Also nach dem Gefühl kann man sagen, ist das in einer Schussreichweite von uns? Nee, das ist irgendwo weit draußen, okay, auf der offenen See. Höchstwahrscheinlich eine vierte Bireme oder Galeere, die jetzt gerade mit größerem Feuer antwortet. Also irgendetwas hat gerade drei Schiffe vernichtet und vernichtet gerade das dritte und das vierte ist gerade dabei zu kommen. Möchtest du einfach Darius hoch, mal wieder? Die Uronische Blockade wird gerade aufgehoben. Ja. Hey Kapitän, blaue Blitze in der Entfernung. Ja, ich sehe es. Ich will da drum rum. Könnt ihr uns hier, Moment, westwärts übers Land bringen? Wenn ihr es befehlt, ich weiß nicht, wie weit wir da laufen können an Land. Das ist nicht so schnell wie auf dem Wasser, aber ja. Gut, dann so wenig wie möglich, aber auch so weit drumherum wie möglich. Alles andere werden wir auf der anderen Seite sehen.
Aye. Kurs wird bestimmt. Okay, dann haltet ihr euch auf der Landseite. Einfach mal, Moment, Steuerung F. Hier, diese Schiffe sind gerade hoffnungslos verloren und brennen. Das ist das nächste, was gerade angegriffen wird. Und hier irgendwo wird gerade das nächste antworten. Das heißt, der Kampf entbrennt irgendwo hier. Und ihr könnt euch dann hier landseitig versuchen, drüber zu schlagen. Ja, die Arche bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 8 pro 20 Meilen über Land. Und das Ganze kostet W20 Handlungspunkte. Ihr habt aktuell, lass mich nicht lügen, 12 Stück. Ein W20, bitte. Kommt, jetzt bleiben wir liegen. Nö. Ja, dann könnt ihr euch 20 Meilen über Land bewegen. Das heißt, ihr werdet höchstwahrscheinlich einmal hier an der brennenden Schiffsbireme vorbei. Und dann könnt ihr hier eins... Sollte genau passen. Das sind 20 Meilen. Könnt ihr euch hier für 5 Handlungspunkte rüber bewegen. Kein Kundschafter. Ihr werdet nicht erfahren, was das für ein Schiff ist. Ja, hilft nichts. Deswegen gehen wir jetzt außen rum anstatt mitten rein. Gut. Ich möchte da auch lieber rein warten und anfangen zu schießen, aber Sicherheit geht scheinbar vor. Perfekt. Ja, weiter nach Kunjo? Oder nach Helmholtz? Nach Kunjo. Okay. Ja, dann kann ich die nächste Reise kann ich hier verkürzen, deutlich. Ihr werdet noch mehrere Male anhalten müssen zum Tanken. Einfach weil eure Handlungspunkte nicht reichen, aber ihr seid immer noch in einer blutigen See der Stufe 2 und tankt dementsprechend viel. Ich sage einfach mal, das Ganze dauert 2 Tage und dann sitzt ihr hier in einiger Entfernung vor Kunjo mit 1W20 Handlungspunkten. Gut, Offiziersbesprechung. Können wir 2 Tage springen. Und wir sollten jetzt den 20. Zar haben. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wie ihr nach Kunjo kommt. Deswegen Besprechung. Ja. Also, wir liegen jetzt vor Kunjo und müssen irgendwie in die Stadt kommen, ohne dabei zu Klump geschossen zu werden. Hat da jemand Vorschläge? Oder sollen wir einfach in einiger Entfernung zur Stadt anlanden und zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen wird schwierig. Da Kunjom von dem sogenannten Manadi-Delta umgeben ist, was eine sehr sumpfige Region gibt, die auch sehr gefährlich sein soll. Und das ist das, was ich gehört habe. Können wir uns in dieser sumpfigen Region dann nicht auch gut verbergen? Das sollte auf jeden Fall möglich sein. Allerdings gibt es dort diese sogenannten Schlinger, falls euch diese Tiere ein Begriff sind. Nein, noch nie gehört. Nun, ihr könnt sie euch als riesige Monster mit einem riesigen Gebiss vorstellen, das, wenn es euch einmal trifft, wahrscheinlich mit eurem sofortigen Tod endet. Das beschreibt viele Monster. Aber es würde kein anderes Monster treffender beschreiben als dieses. Andere Vorschläge. Ragnar, dir ist auch bekannt, dass es dadurch, dass du in diese Kugel, beziehungsweise nicht Kugel, sondern in diesen Kelch geguckt hast, den 1000-Augen-Kelch, es gibt mindestens eine Arche, die sich auch in den Sümpfen verbirgt und perfekt auf den Sumpf angepasst ist. Also die wird sich nur am Sumpf bewegen. Aber jetzt nicht in dem Sumpf, oder? Das weißt du nicht. Du hast sie nur gesehen, wie sie in einem Sumpf sitzt. Die Darvukta. Aber dann müsste das ja auch möglich sein mit dieser Arche, oder? So rein theoretisch. Rein theoretisch. Also ich habe da so eine Arche gesehen in dem Kelch, den ich hier damals gefunden habe, falls ihr euch daran erinnert, als ich eine kleine Panikattacke hatte. Die Arche hieß die Darvukta und... Nun ja, sie schien sich relativ gut im Dschungel bewegen zu können. Ich weiß nicht, ob das mit jeder Arche möglich ist. Aber ich würde sagen, es wäre ein Versuch wert. Und dann müssen wir immer noch vom Sumpf aus nach Kunjo kommen. Mit Gepäck. Das wird das größte Problem sein. Ansonsten, Brieftaum haben wir nicht an Bord, nehme ich an. Wir haben Faruk. Und die Vögel von Romilly. Wir werden eine Kundschafterin brauchen. Wenn wir das also machen, wird sie aus ihrer Zelle müssen. Inquisition hin oder her.
Ihr seid der Captain. Da gibt's ja keine weiteren Probleme, würde ich behaupten. Es ist keine Frage meiner Autorität. Eine Frage, ob das weise ist, dies zu tun. Warum sollte es nicht weise sein? Die Inquisition, ein genauso mächtiger Feind wie Verbündeter sein kann. Ich denke nicht, dass sie zu unserem Feind werden, weil wir da versuchen, das Richtige zu tun. Das Richtige und das Recht sind nicht immer zwei Dinge. Nicht immer ein Ding. In der blutigen See mit unserer Arche wird sich die Inquisition uns sicherlich nicht in den Weg stellen. Okay, also was ist der Plan? Wollen wir jetzt in den Dschungel oder wollen wir jetzt versuchen, da mit Kundschaftern auszukundschaften? Dschungel klingt nach mehr Abenteuer, Kundschafter klingt sicherer. Wir werden Romilly aus ihrer Zelle holen. Sie wird uns einen Weg in die Sümpfe und nach Kunjom auskundschaften, indem wir sicher bis in die Stadt kommen. Wagner, nimm die Bisfrabun und lass sie von unten herauf eskortieren. Ich werde ihre Exzellenz Priorinen die Nachricht überbringen. Romilly rauf eskortieren, das klingt ja so, als wäre sie gefährlich oder so. Sie wird jetzt Karakielreiterin genannt. Das ist tatsächlich ein sehr gefährlicher Titel. Aber gut, ich gehe sie dann mal holen. Ich gehe mal auf die Krankenstation. Ja, mein Herr, ihr solltet euch vielleicht das hier ansehen. Was denn nun? Die Wunde von Senior Ogdan ist verholzt. Ich kann mir das nicht erklären. Verholzt? Wie bei einem Baum? Wie bei einem Baum, ja. Zeig mal. Er nimmt so ein bisschen die Schulter, die Wunde, die er an der Schulter hatte, macht da mal ab, siehst auch kein Blut mehr. Und er ist auch nicht bei Bewusstsein. Er sollte sich eigentlich schon vor 2 Tagen wieder unter der Mannschaft befinden. Zumindest sagte er das und so gefährlich sei die Wunde auch nicht aus, aber er sitzt da, liegt da auf der Bahre und du siehst, dass die Wunde verholzt ist. Das ist nicht gut. War es vielleicht ein Gift auf den Kugeln? Ich kenne kein Gift, das so etwas ermöglicht. Es ist auch kein Eichenholz. Die Beschaffenheit ist anders. Es ist leicht schwärzlich gefärbt und ich kann mir das nicht erklären. Ich leg mal, also den bewusstlosen Ogdan lege ich eine Hand auf die nicht verholzte Schulter. Wir bringen dich nach Kunjom. Wir bringen dich nach Kunjom, da wird man dir helfen können. Hoffentlich. Gut, tut für ihn, was ihr könnt und macht ihn transportfähig. Transportfähig? Transportfähig. Seid ihr euch sicher? Ich rate davon ab. Wollt ihr ihn hier liegen lassen? Warten, was passiert? Warten, bis er stirbt? Ich sage nur, dass er vielleicht nicht transportfähig ist. Aber ich glaube, dass Kunjom wohl die beste Anlaufstelle sein müsste. Ja, zumindest kann man ihm dort wohl besser helfen als hier, aber als Arzt muss ich davon abraten, dass er bewegt wird. Nun gut, ihr kommt mit nach Kunjom. Werdet euch da nach so etwas umhören. Also gut. Einmal, ohne Schwierigkeiten. Das wäre was. Okay, ich schaue mich nach der Inquisitor um. Ist die noch hier? Die ist unten bei den Gefangenen. Dann geht's runter. Wo ich schon bin. Mit Bisrabu Blutschluck. Oh, das könnte übel werden. Preis zum Gruß. Preis zum Gruß. Wir haben Befehl vom Captain. Wir sollen die gefangene Romilly freilassen. Freilassen? Na, für die gegebenen Umstände. Sie wird auf eine Erkundungsmission geschickt und danach wird sie hier wieder eingesperrt und euren Befragungen zugeführt. Und das ist der Befehl vom Kapitän, ja? Hör doch zu! Sehe ich so aus, als würde ich euch anlügen. Sie würfelt Menschenkenntnis. Du lügst ja nicht, oder? Also eigentlich keine Lüge. Ja. Also gut, dann
Hier sind die Schlüssel zur Zelle. Irgendjemand hatte sie wohl aufgeschlossen. Daher kam sie frei, aber... Hier. Sind sie jetzt eigentlich hier der Kerkerwächter oder sollen wir vielleicht einige Leute hier abstellen, damit die hier die Gefangenen, falls sie gerade nicht befragen, bewachen? Ich bin nicht der Kerkerwächter. Richtig, darum schlage ich vor, dass man hier ein paar Wachen abstellt. Nun, ich denke schon, dass sie sich nicht bewegen können. Alles, was ich hier tue, ist, ihre Seele zurück zu den Göttern zu führen, sie zu reinigen, so mir es dann möglich ist, damit sie dann später den Flammen übergeben werden können. Hatten Sie denn schon bei ein, zwei Erfolg? Selbstverständlich. Bei wem denn zum Beispiel? Ja, sie deutet auf die ersten 30 Gefangene, die ihr aus dem ersten Schiff habt, und die neuen von der elburischen, oronischen Flotte, da ist sie jetzt gerade beim Bekehren quasi. Ich schau mal auf den Typen mit dem gebrochenen Nase. Tiefer. Ja, wer ist der Götterfürst? Praios. Wie heißen die anderen 11 Götter? Effert, Rondra, Boron, Zar, ja, und so weiter. Dann würde ich mal zu ihm näher gehen und ihm ins Ohr flüstern, glaubst du auch wirklich daran? Ja. Ja, ganz sicher. Ich könnte dich befreien und zurück zu, wie hieß der Typ nochmal, Zeran bringen. Tut mir leid, ich habe meine Sünden eingesehen. Es ist besser, wenn ich der Obrigkeit in der Praios-Kirche übergeben werde. Ich habe schlimme Dinge getan. Junge. Die werden dich verbrennen. Ich habe schlimme Dinge getan. Okay, Ragnar ist überzeugt. Die Inquisitorin schaut dich nur lächelnd an, deutet dann in Richtung von Romilly. Das kann ich mit dir auch tun. Das ist nicht meine Entscheidung, aber sehr überzeugende Arbeit. Die Herland also, kommt dann auch an. Also ich bin beeindruckt. Man tapselt mal so ein bisschen da an dem gebrochenen Kiefer so. Guter Junge, guter Junge. Ich gehöre der Heiligen Inquisition an. Meine Arbeit ist immer perfekt. Ragnar? Warum betätschelt ihr den Gefangenen, anstatt unsere Kundschafterin ans Oberdeck zu bringen? Ich musste hier kurz einige Sachen überprüfen. Zum Beispiel hier, die Inquisitorin hat hier alle Leute bekehrt. Das ist, ich bin überrascht. Solche faszinierende Arbeit habe ich noch nie gesehen. Guck mal hier, der Typ hier. Wie heißen die 12 Götter? Ragnar! Oh, ja, Entschuldigung. Die Zeit läuft. Natürlich. Ja, dann mache ich mal das Schloss auf. Romilly, ich hoffe, es geht euch gut. Umständen entsprechend. Natürlich, Herr Kapitän. Was verschafft mir die Ehre eures Besuchs? Ihr werdet uns aushelfen müssen. Wir brauchen eine Route in die Sümpfe und von dort aus nach Kunchon. Natürlich. Außerdem gibt es mir einen Vorwand, euch herauszuholen. Romilly nickt, aber du merkst, sie muss sich ein Lächeln verkneifen. Gut, aufwärts, lasst keine unnötige Zeit verstreichen. Natürlich. Die Arbeit ruft. Schau nochmal zu dem einen Typ mit gebrochenem Kiefer, nick ihm einmal tief zu und dann gebe ich ihm einen Daumen hoch und gehe raus. Gut, wo wollt ihr anlanden mit der Gezeitenspinne? Ich wollte eigentlich noch mit der Inquisitor reden, aber das können wir auch später tun. Worum geht's? Ich würde nicht amused sein, nehme ich an. Keine Ahnung. Ja, wenn du jetzt beschließt, dass Romilly freigelassen wird, dann ist das so. Ja, aber ich möchte es mir halt mit ihr nicht verscherzen und ich sehe nicht, wie das beides geht. Ich werde sagen, sie ist. Inquisite nicht verscherzen. Ich werde sagen, sie ist eine nützliche Gefangene, die immer wieder auf Abruf bereitgestellt wird. Ja, aber gerade das wollen wir nicht. Es ist keine Sache, wie man Adlige hält. War nur ein Vorschlag. Gut, keine Ahnung, ich kläre das mit ihr, wenn wir wiederkommen. Überleg dir ein gutes Argument, du hast noch ein bisschen Zeit. Ja. Aber Selbstgeißelung wäre halt auch noch eine Möglichkeit, wie Romilly da. Ah, ich selbst kasteile mich mit Saft, mit Weizensaft. Ich muss hier viel Bier trinken, bis ich kotze. Okay, ja, wie gesagt, Frage. Wo wollt ihr anlanden? Süden oder Norden? Im Sumpf oder nicht im Sumpf? Ab im Sumpf. Wollt ihr direkt nach Kunchium? Wollt ihr auf den Schiff kapern? Ab in den Sumpf. Richtig. Wir landen im Sumpf an. Romilly sucht uns einen Weg.
Belatschen möglichst, also höchstens eine halbe Tagesreise.